Was überhaupt? Ach genau. Eine Axt. Das ist eine Schaufel, das ist ein Dingens und das ist eine Axt. Ach, das sind dann doch die Steinäxte. Na Gott sei Dank. Dann hätte ich ja noch eine gehabt. Ja, ich bin so bekloppt. Jetzt mache ich hier Spitzhacken. Ich wollte eine Axt machen. So. Und Axt und Axt und Axt. Und Axt. Brauchen kann man die immer mal. Und jetzt habe ich so viele Äxte gemacht, dass ich das Zeug nicht mehr unterkriege. Das ist ja hervorragend. Aber die Dinger brauche ich eh nicht. Davon haben wir genug. Schmeiße ich den Rest mal einfach weg. Und die erste Axt kann sein, dass die eh gleich weg ist. Das ist ja Wurst. So. Zack. Würde mich nur interessieren, ob man da noch genug nach unten sieht. Hier lasse ich, da lasse ich mal das Holz. Ich würde nur gerne Holz sparen, damit wir nicht bald wieder an die Bäume müssen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen sparsam mit den Rohmaterialien. Hier lasse ich es. Nee, da lasse ich es mal. Moment. Hier um die Leiter rum lasse ich es mal, damit es so aussieht, als wäre da alles ausgeholzt. Deswegen, da braucht man nur 3 Stück. Damit man hier ringsherum so ein bisschen Holz hat. Sieht dann ein bisschen wohnlicher aus. Und hier das Ding kann ich ja einfach mit Erde auslegen. Das sieht man ja eh nicht. So und so und so und so. Und so und so. Habe ich eigentlich die Spinnenseide von unten schon geholt? Ich hoffe, die ist da noch. Habe ich ja ganz vergessen, glaube ich, nach unten zu gehen und das Zeug zu holen. Nee, da liegt eh nur ein Stein. So, und jetzt kann ich hier nämlich alles mit Holz auskleiden. Einen höher einfach mal und dann ist da zwar der Raum etwas kleiner, aber das macht ja nichts. Zack, 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 zack. Aber dafür haben wir einfach eine bessere Aussicht auf das, was da im Raum passiert. So, sieht man einfach besser von hier aus. Da ist der Zombie. Wie lange bleibt der da eigentlich? Bleibt der jetzt den ganzen Tag da? Ich glaube ja. So, und theoretisch können wir uns nach hinten jetzt noch ein bisschen was rausbauen. Hier so eine Mine graben da nach hinten oder einen riesigen Raum oder einen Vorratsraum. Wo dann hier so Treppen runterführen. Das stelle ich mir ganz nice vor, so hölzerne Treppen. Und hier müssten wir eigentlich noch alles mit Holz auskleiden, damit es einfach gleich aussieht. Ich glaube, das mache ich mal ganz kurz. Plopp. Und plopp. Und plopp. Holz, Holz, Holz. Und schon sieht es aus wie ein Holzgang, obwohl wir nur 3 gebraucht haben. Und das gleiche mache ich jetzt nochmal hier. Da und da, mehr brauchen wir ja nicht. Und dann Holz und Holz. Und eigentlich müsste man hier unten auch nochmal Holz und Holz. Und eigentlich müsste man auch die rückwärtige Wand mit Holz verkleiden, damit es so aussieht. Und hier kann man ja Stein lassen, weil das ja sozusagen der Weinkeller ist, wo die ganzen Monster immer weinen. So, ach Mensch, und da liegt ein Ei rum. Es ist zum Glück nicht meins. Aber mit Ei kann man, mit Eiern kann man eh nichts machen. Ich brauche keine Eier. Also, ne, wisst ihr Bescheid. Endlich habe ich es mal gesagt. Und jetzt können wir uns theoretisch Bögen machen, aber bevor wir uns Bögen machen, möchte ich einfach noch einen Bogen machen um die Monsterfalle. Und ich möchte vorher noch ein bisschen Krempel in der Truhe ablagern und ich weiß, es nervt die Inseln, die Truhen sind momentan alle noch auf der Starterinsel, wo sie eigentlich auch ganz gut sind, weil wenn wir mal respawnen beim Tod, ist es immer praktisch, da schon Zeug zu haben. Jawohl. Aber letzten Endes werden wir natürlich auch die Truhen verlagern müssen oder halt noch weitere Truhen an zentralen Orten anbringen müssen, wie zum Beispiel da hinten in der Monsterfalle, unten jetzt in dem Raum oder vielleicht auch oben beim Schloss, aber vor allen Dingen in der Mine, in der Riesenhöhle, die wir bald wiedersehen werden, weil wir uns bald wieder aufmachen zur Riesenhöhle. Ach Mensch, hier habe ich noch ein paar Äxte. Da lasse ich die 9 mal hier und nehme die 2 abgewrackten mit. Jetzt wird es wieder dunkel, passenderweise. Das Glas lasse ich auch mal hier. Die Federn lasse ich jetzt. Ach komm, die lasse ich auch mal hier. Das sind ja eh nur 2, das lohnt sich ja nicht. Die brauchen wir gleich. Den Schinken würde ich gerne mitnehmen. 4 Stück reichen hoffentlich. Das Holz
Das Holz sollte ich mitnehmen. Weil Holz ist nämlich immer super. Das sind ja diese ganzen Bretter hier in komprimierter Form. Und die Bretter werden wir auf jeden Fall unterirdisch brauchen. Wenn wir uns mal Werkbänke oder so erstellen wollen, dann sind die auf jeden Fall unverzichtbar. So, dann hier Cobblestones können wir hier wieder reinballern. Die werden wir unten nicht so brauchen. Die Dinger können wir da reinstecken. Das lasse ich mal da. 19 Dreck kombiniere ich mal damit. Und die 4 Dreck, die können wir eigentlich direkt wegschmeißen. Obwohl er sie gleich wieder aufnimmt. Da haben sie auch schon. 4 Sand, die könnte ich gleich noch zu Glas verarbeiten. 58 Pfeile werden wir brauchen. Ach komm, die 4 Sand lasse ich mal da. Die 4 Dreck packe ich jetzt auch da rein. Ist mir gerade zu blöd. Und ansonsten die Spitzhacken werden wir brauchen. Und wir werden wahrscheinlich noch mehr Spitzhacken brauchen. So, die Feuersteine kommen damit rein. Die Silberbarren. Da können wir uns jetzt theoretisch eine Rüstung draus machen, damit wir unterirdisch länger aushalten. Ich hoffe, ich kriege die ganzen Rezepte noch zusammen. So zum Beispiel macht man sich Stiefel. Das sind jetzt Silberstiefel. Zack. Und, ich glaube, so macht man sich ein... Huch. Nee, nicht zwei, sondern... Nein, jetzt so. So macht man sich einen Helm. Ist das ein Helm? Ich kann das gar nicht erkennen bei dem Texturenpack. Es sollte eigentlich ein Helm sein. Und ich glaube, irgendwie so macht man sich... Ist das dann... Ach, das ist eine Eisentür, ich Idiot. Wie war denn jetzt die Rüstung nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. So auf jeden Fall nicht. Mit Fantasie kann man sich das so zusammensetzen, aber da ich gar keine Fantasie habe, ist das nicht ganz so einfach. Nee, das ist gar nichts. Ja, muss ich nochmal gucken. Ich habe die Rezepte alle nicht im Kopf, weil ich ja sonst sowas nicht brauche, die Rüstung und sowas. Aber ich mache jetzt mal Folgendes. Ich lege jetzt mal das hier auf den Kopf an. Das ist ja so eine Eisenkrone, wie es aussieht. Die ist auf jeden Fall super schützend. Und damals die Stiefel angelegt. Und dann müsste ich nur mal gucken, wie man jetzt eine Hose macht. Und, Moment, eine Hose kann ich mir vielleicht noch denken. Da würde ich eigentlich so vermuten. Huch. Okay, das hat jetzt nicht so geklappt, aber vielleicht so. Nee, das ist ja wieder ein Helm. So vielleicht. Ja, da haben wir eine Hose. Die haben wir dann auch, zack, gleich mal angelegt. In modischem Grün. Und jetzt kann man unten rechts schon sehen, da haben wir so lustige Rüstungspunkte. Jetzt würde ich nur gerne noch mal wissen, wie man... Also so kann man, wenn man auf alle Felder einen macht, kann man sich so einen Eisenklumpen erstellen. So einen Eisenklotz. Das ist dazu da, damit man die besser stapeln kann, wenn man zu viele Rohstoffe hat. Oder man kann auch super damit bauen. Oh, Moment. Draußen plätschert irgendwas und... Ich habe wenig Lust, steht die Tür offen. Was plätschert denn da? Es ist ja nachts. Hallo? Da sieht man es nicht. Irgendwas plätschert da. Jetzt nicht mehr. Naja. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie erstellt man sich eine Rüstung? So, nicht. Vielleicht so und so auch nicht. So vielleicht, so auch nicht. Das ist schon wieder der Helm. Ja, da haben wir die Hose schon wieder. Tja. Müsste ich nochmal gucken. Ich vergesse die ganzen Rezepte immer, weil ich die ja selber so nicht brauche. So auf jeden Fall auch nicht. So auch nicht. Und so kommt auch nichts bei raus. Tja. So erstellt man sich einen Minenkarren übrigens. Aber den brauchen wir auch noch nicht, weil wir noch keine Gleise haben. Hose und Kolchose und Diagnose. Gürtelrose, ja, das ist alles nicht so... Nicht ganz so rüstig. Na gut. Ein Bogen. Mal gucken, war das jetzt... Jetzt habe ich nochmal... Ich probiere nochmal was. War das jetzt so richtig? Nein. So. Ah. Und so erstellt man sich einen Bogen. Also hier so... Ich höre wieder eine Spinne. Die ist aber zum Glück draußen. Ich hoffe, da bleibt sie auch. Hier 3 Stöcker und eigentlich müssten ja... Ne, eigentlich ist das richtig. So der Bogen und dann da die Schnur. So erstellt man einen Bogen.
Und ich mache gleich mal mehrere, weil Bögen, soweit ich mich entsinne, sich auch abnutzen. Wenn man die zu oft benutzt. Und ich möchte ungern, dass wir dann unten plötzlich stehen und keinen Bogen mehr haben. Aber wir werden auf jeden Fall eher das Problem haben, dass wir out of Pfeile sind. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich gerade einen Pfeil irgendwo abgeschossen. Weil Rechtsklick auf die Truhe ist natürlich auch Rechtsklick für Bogen abschießen. Und jetzt mache ich mal so und lass mal die Pfeile nehme ich mit. Lass die Spinnenseide zu Hause und ich lasse das Silber zu Hause. Und ansonsten nehme ich alles mit. Die Wolle lasse ich auch zu Hause. Und jetzt sind wir ja ganz schön überladen eigentlich. Die Erde lasse ich auch mal zu Hause. Die brauchen wir erstmal nicht, hoffe ich. Die Silberhacke, die lasse ich da. Und wir bräuchten auf jeden Fall, ich mache mir glaube ich noch ein paar Hacken. Und zwar keine Silberhacken, sondern billige Steinhacken. Alle hacken auf mir rum. So, so und zack und zack. Und dann machen wir uns hier einfach noch mal ein paar billige Steinhacken, weil die werden wir auf jeden Fall benötigen. So, ist jetzt nicht so unbedingt sortiert hier. Aber das macht ja nichts. Und ich glaube, das reicht jetzt auch, weil unser Inventar sonst ein bisschen zu voll wird. Ich sollte sogar schon eher... Ich sollte eher schon eine Axt zu Hause lassen. Die Steine lasse ich auch zu Hause und ich lasse die Axt da unten. Jetzt ist die Truhe auch fast voll. Okay. Drei Bögen haben wir, Fleisch haben wir, tralala. Und im Grunde genommen sind wir jetzt gewappnet. Was ich jetzt aber noch mache, Sekunde. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das da. Ich mache das jetzt mal so. Dann haben wir 61 Holz. Das müsste eigentlich reichen. Und dafür lasse ich die anderen Holz auch mal daheim. Weil wir die nicht brauchen werden, wenn wir genug anderes Holz dabei haben. Jetzt hängt hier irgendwo eine Spinne genau vorne rum. Ich weiß aber nicht wo. Und da wir gleich in die Höhle wollen, wollte ich ja die Monster anlassen. Aber das macht nichts. Ich mache die jetzt mal aus, bevor wir in die Höhle gehen. So, peaceful. Und jetzt geht's gleich wieder zurück in die Höhle. Hinein in die Dunkelheit, bewaffnet mit dem Bogen. Und bewaffnet ohne Schwert, was eine mutige Entscheidung stellt. Aber wir können uns ja in der Höhle noch ein Dingens bauen. Ne? Ein Dingens kommt nämlich immer besonders gut. Und wenn man Bummens dabei hat, ist so ein Dingens auch gar kein Problem mehr. Und jetzt schauen wir doch mal. Wir stellen natürlich erstmal wieder auf easy. Und ich hoffe, dass mich diesmal keine Skelette hinter irgendwelchen Geröllhaufen überraschen oder bei irgendwelchen Brücken. Aber so sicher kann man sich da hier eh nicht sein. Und hier runter war das? War das hier runter, wo man sofort zu Dingens kam? Oder war das da die andere Richtung? Mir fällt gerade auf, ich sollte mir vielleicht direkt hier an den Ausgang, sollte ich mir hier mal so eine Bastelstube bauen. Das mache ich auch mal. Und genau deswegen haben wir das Holz dabei. So können wir uns nämlich einfach eine Werkbank machen. Und wenn nötig, können wir uns so dann natürlich auch eine Dingens machen. Eine Vorratstruhe. So. Schwerter können wir natürlich nicht machen, weil wir keinen Stein dabei haben. Oder kein Eisen. Das ist natürlich auch blöd. Ich hätte auch extrem gerne ein Eisenschwert. Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Wir bauen uns auch mal hier wahllos Steine ab. Ach, Eisen. Wir bauen uns hier mal wahllos Eisen ab. Das ist ja super mal wieder hier. Fängt auch spitze an, oder? 2 Minuten in der Höhle und schon sind wir hier am Eisenpopeisen. So, draußen wird es wieder Tag, aber hier drin natürlich nicht.